Also Bär hat ungefähr 40 Kilo. Ich muss noch die Teile dazu. Ich bin auch dünner. Das schaut jetzt lustig aus. Ich möchte wohl nicht arbeiten. Nee, das ist echt süß. Das ist jetzt der Transport, das heißt, eine verdächtige Person hat eine andere nach Ort gebracht, wo zum Beispiel ein Reiter und das, nimm mit das, jawohl, nimm mit! Jonas, ich bin ja auch so ein Schutzhundeverein und was im Anschluss an den Schutzdienst ist, und das ist ein relativ schwieriger Part, ist, ein Hund, nachdem er den Täter gestellt hat, ihn abtransportieren und sich innerhalb von kurzer Zeit dann umstellt mit Spüren am Auto. Das heißt, er geht von dieser Schutztrieblage, muss er sich umstellen lassen, also jetzt sagt, okay, ich spüre diesen Auto sofort ab. Das ist eine relativ schwierige Übung. Wir haben es mit unserem Hund zum ersten Mal gemacht. Ich denke, es funktioniert ganz gut. Aber man muss wissen, dass es für den Hund schwierig ist, zu wechseln. Richtiges Arbeiten, der eine geht ans Bein, der andere springt drauf. Der Hund, dieses Laufen ist anstrengend, er hechelt relativ stark
Und Hunde, die so stark hecheln, haben natürlich ein Problem dann mit der Nasenspürarbeit. Darum ist es doppelt schwierig, aber es funktioniert.